Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon, wo ich mir den Kopf darüber zerbreche, wie man eine beschissene Kreuzung baut. Wir haben aktuell das Problem, dass ich absolut keinen Plan habe, wie wir am besten hier diese Kreuzung bauen, dadurch, dass wir nicht wirklich die Möglichkeiten haben, zum Beispiel hier eine Brückenabfahrt zu bauen oder sowas. Und somit hier die Kreuzung zu machen. Und das macht mich gerade echt fertig, dass ich nicht einen Plan habe, wie. I wanna know how. Also rein theoretisch kann ich natürlich sagen, okay, ich fahre hier mit dem Schienengleis durch und hier und mache dann Brücken drüber. Warum kann ich jetzt gerade nicht machen? Oh lol, weil er gewechselt hat, okay. Wenn ich zum Beispiel sage, keine Ahnung, ich mache hier Brücke. Das würde sich zum Beispiel nur ausgehen, wenn ich dann sage, dann kann ich hier zum Beispiel nicht mehr durch. Das geht sich nicht mehr aus, weil es zu eng ist. Als wäre so oder so zu eng. Wir müssen aber von allen Richtungen, also von der Richtung zum Beispiel, auch dahin. Und wenn ich dann das Gleis wieder blockiere, dann geht wieder alles zu Tode. Alter, wie kann man an einer Kreuzung so verzweifeln? Okay, weißt du was, ich mach nochmal alles auf Anfang. Ich bin gerade echt lost. Die ganze Schienerei hier, die macht mich gerade fertig. So. Ich will zurück ins Weltraum. In den Weltraum. Das finde ich schöner. So. Also wir haben hier entschieden, die kommen von hier. Das dürfen wir nicht vergessen. Die müssen auch rein theoretisch irgendwie da drauf. Oder halt hier irgendwie. Wir haben vier Richtungen, wenn wir es so sehen. Die würde ich ja gerne nach da verlegen. Einfach so wieder dahin. Tunnel rein. Mache ich hier ein Loch rein. Machen wir einen kürzeren Tunnel fertig aus. Der Tunnel wird so als Backup oder sowas dienen. Den lassen wir halt da. Der hat ja auch viel Geld gekostet. Den würde ich von hier anschließen. Dann haben wir eine Four-Way-Section. Also im Grunde So. Und so. Jetzt ist es ja, dass wir von hier nach hier müssen. Von hier nach. Wenn das einfach mal alles funktionieren würde, ne, dann wäre es auch einfach einiges einfacher. So. Von hier nach hier. Von hier nach hier. Und von hier nach hier. So, ich will das mal ein bisschen symmetrisch machen, einfach damit wir sehen können, ob das überhaupt so Sinn ergibt, wie ich mir das vorstelle. Aber noch ein bisschen weiter, glaube ich. Das ist eine Lücke. Das schaut passend aus, genau. Einfach damit mein Kopf jetzt mal gescheit denken kann. Das schaut passend aus, genau. So. Jetzt ist dann das Problem natürlich, dass rein theoretisch wir von hier auch nach hier müssten. Was sehr kacke ist. Tunnel können gerade sein, Brücken können gerade sein. Was anderes funktioniert hier nicht. Also das wäre so die einzige Möglichkeit, wo ich sagen könnte, okay, das könnte funktionieren. Eine simple... Ja, aber wie gesagt, da kommen wieder, da fehlen uns die Richtungen. Hier fehlen uns Richtungen. Wir bräuchten sozusagen, keine Ahnung, hier eine Abfahrt. Genauso. Dass wir sozusagen von hier nach hier fahren können. Von hier können wir nach hier fahren.
Alter. Schaut euch diese Kreuzung an. Die ist doch nicht mehr human-made. Also jetzt wirklich mal... Oh Gott, das können wir jetzt natürlich... Ich hasse so nicht anschließbare Schienenteile. Warum? Ich hasse nicht Voxel Tycoon. Ich hasse nicht einfach. Seine Kreuzung gebaut, die funktionieren würde und dann sagt das Spiel so, nö. Okay, aber wir wissen den Plan. Versuchen wir es mal wirklich so. Dann ziehen wir das auch wirklich mal mit den gleichen Schienen hier durch wie hier. Danach ziehen wir das halt ein bisschen zusammen. So, und dann sagen wir, wie viel sind die jetzt auseinander? Eins, zwei, drei. Also wenn ich jetzt sage, wir würden jetzt hier die Kreuzung bauen, dann müsste... Ich würde sagen, so circa die Kreuzung sein, ne? Genau. Funktioniert der Trick noch mit dem Weichen? Ja, funktioniert noch, oder? Die kann hier... Nach hier... Welche Richtung kann noch nicht? Die hier. Und die hier. Perfekt. Dann erweitern wir das mal schnell. Ich will, das passt hier irgendwas nicht mehr. Das wäre so typisch. Das schaut sogar so noch ganz cool aus. So, okay. So. Okay. Und wie war das andere? Da war ich. Ne, guck mal. Oh, wir könnten so minimalistisch wie noch möglich designen. Ne, bisschen Abschnitt hätte ich gerne zwischen so. So. Dann ist es wirklich eine Mini. Das ist jetzt wirklich eine Mini-Kreuzung. Oh Gottes Willen. Und dann geht alles hier drauf. Und wie war das? Hier waren die Doppelsignale. Ne, warte mal, wie war das? Falsches Signal hier, stopp. Falsche Richtung mit dem Signal. So. Shit. Fuck. Oh Gott, 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 oh Gott. Haben wir das auch nochmal, einfach damit das hier wieder schnell durchrutscht. Die reißen wir auch nochmal ab. Wir werden das schon noch verengern, aber auf andere Weise. So. Schienen, Gleise. Das ist wahrscheinlich wieder zu nah, wenn ich so nah baue, ne? Oder? Geht das? I don't know. Wir werden sehen, wir werden hier in den Tunnel reinsitzen. Tunnel. Nein, das ist halt ein ebenerdiger Tunnel, ein Betontunnel. Oh Leute, haben wir einen Betontunnel, der sogar zwischendurch nochmal rauskommt. Lol. Ja, ist denn jetzt wo? Hauptsache das Zeug funktioniert jetzt dann. So.
Oh ne, das war. Schienen. So. Muss ich dann nochmal alles ein bisschen umdesignen. Aber wie gesagt, ist gerade alles ein bisschen komplizierter. So, wir machen jetzt hier Mehrfachsignal anheben an. So, dann sollte das ja dann als nächstes geklärt sein. Hoffe ich. Hier tue ich per Hand nochmal die ganzen Signale setzen. Dann schauen wir, wie das jetzt funktioniert. Bin gespannt, ob das jetzt besser funktioniert vom System her. Sollte auf jeden Fall eigentlich. Das ist noch immer so eine Sache hier, diese Staustelle. Wir brauchen hier noch ein Signal. Das ist schon mal wichtig. So. Dann öffnen sich nicht die ganzen Schienenteile hier. Jedes Mal. Das ist nicht mal das Problem, die Kreuzung, sondern der hier. Ich mach mal da draußen ein vorhersehendes. So. Ich sollte das um einiges verbessern, so. Das schaut flüssiger aus, habe ich das Gefühl. Also mir kommt es gerade so vor vom Fließverkehr, wenn wir es so anschauen. Ist natürlich noch nicht perfekt und alles, aber es fließt. Und ich habe jetzt. Schauen wir mal, ob wir irgendwo noch einen Staudamm herkriegen. Wäre natürlich schön, wenn nicht, aber wir werden es ja sehen. Wie gesagt, hier sind noch die Backup-Schienen rein theoretisch. Die könnten wir sogar rein theoretisch noch aktiv lassen. Aber die schließen sich hier nicht mehr an, gescheit. Was ich damit meine, wäre, dass wir sozusagen sagen könnten, hey, warte mal. Hier anschließen. Und hier anschließen. Und dann. So. Und dadurch dann hier nochmal ein neues Gebiet erzeugen. Und dann können die nämlich hier gerade aus drüber fahren. Hehe. Dann sind die Schienen nicht ganz unnötig, bis wir es weiterkriegen. Aber holla, die. Ich mag einmal, am Anfang war hier noch nichts. Jetzt ist hier der größte Kreisverkehr ever. Wir haben hier so viel Holz, dass die Anfang nicht mehr hinterherkommt. Aber wir machen trotzdem so viel. Also geldmäßig stehen wir echt gut da. Schaut euch das an. Wir sind nicht wirklich unter die 2 Millionen gefallen. Immerhin steigt immerhin weiterhin unser Kapital. Alter, und jedes Mal, ich hasse es. Ja, geht. Das ist kaputt gegangen und das ist kaputt gegangen. Ist doch mir scheißegal, ob die noch Geld machen oder nicht. Hauptsache, meine Fabrik macht hier gerade Profit. Das ist das Wichtigste hier. Das ist doch das Wichtigste. Aber man sieht hier schon wieder, das ist natürlich Staupotenzial. Pure Staupotenzial.
Meine Frage wäre jetzt gerade, oder so davon, so, kann ich rein theoretisch, nee, die Frage wäre nämlich, ob ich sozusagen, das könnten wir nochmal probieren schnell, weil sonst vergesse ich bis zur nächsten Folge, wir tun die äußersten Zeichensignale hier nochmal weg und bauen doch die Abzweigeschienen ein bisschen früher. Vielleicht können wir sozusagen das noch ein Ticken flüssiger machen, das ganze Schienensystem hier. Und zwar müssen die hier weg. Und kommen ein Stückchen. Das müssen wir jetzt checken, nicht mit den Gleistern. Genau, so, perfekt. Das geht. Und zwar, wir müssen jetzt nur gucken, wie viel weit... muss so ein kleiner Bereich dazwischen bleiben, genau. Perfekt, so. Dann kommen nämlich... warte mal, das ist... die Richtung, das ist die Richtung. Wir kennen das ganze Prozedere schon. Du bist die Richtung, du bist die Richtung. So. Dann haben wir das schon... aber den Auffahrtsschienen. Kommt noch ein Vorsignal. Was uns den Status dahinter sagen kann. Warum habe ich jetzt... einmal, das muss ich ändern, weil... oder? Nee, muss ich nicht. Rein theoretisch nicht. Es könnte besser funktionieren, könnte jetzt aber horrible falsch gehen. Ich mache hier in einem bestimmten Abstand. Okay, das passt. Das würde auch passen. Jetzt ist gelb, jetzt ist rot. Weil der sagt ja sozusagen, dass du rein theoretisch auch abbiegen könntest. Und der Gedanke dahinter ist ja, dass er sozusagen trotzdem abbiegen kann in die eine Richtung. Egal wohin er will. Das wechselt nur von grün auf rot, das ist mein Problem gerade. Da will ich noch was ändern. Das muss ich noch verändern. Das ist wichtig. Aber ansonsten schaut es echt gut. Sieht ihr, jetzt ist der durchgefahren, obwohl der da stand. Es ist mega gut funktionierend schon, das System. Wir verbessern es, wir verbessern es. Da, genau das meine ich. Das ist, was ich wollte. Jetzt müssen wir dann nur noch das verändern und dann haben wir hier schon mal flüssig. Bis dahin haben wir dann wahrscheinlich so viel Kohle gesammelt, dass wir eh das nächste Gebiet freischalten können. Hier, 3,5 Millionen brauchen wir dafür. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.